Die Digitalisierung hat in der Gesundheitsbranche gerade erst begonnen. Die elektronische Patientenakte, die Videosprechstunde, Telekonsile, all das sind nur Beispiele erster Initiativen für digitale Behandlungsformen. Durch den Austausch digitaler Informationen über den Patienten, die Patientin bzw. deren oder dessen Erkrankung und Therapie und auch Lebensqualität und Verlauf können neue Wege der Gesundheitsversorgung eingeschlagen werden. Patientinnen können sich teils selbst versorgen. Leistungen können auf neue Art und Weise erbracht werden und auch die Bildung gerät in einen ganz neuen Bereich durch digitale Formate. Die Digitalisierung wird die Gesundheitsbranche in den kommenden Jahren maßgeblich umkrempeln. Nicht zuletzt, weil hierfür ein Finanzierungsvehikel geschaffen wurde und sämtliche Förderprogramme dies auch forcieren. Doch der wichtigste Produktionsfaktor für die digitale Transformation im Krankenhaus ist der Mensch. Digitallösungen brauchen Menschen, die sie mit Leben füllen.